Könnten uns auch drei von diesen Geschütztürmen und genügend Munition schnappen? Dann einfach so eine gegnerische Nein, Base mit nein, Geschütztürmen wir platt sind schon machen. jetzt die Bösen. Wir werden die jetzt nicht auch noch angreifen. Ja, aber irgendwann müssen wir sie Müssen wir angreifen. gar nicht. Doch. Wir können auch friedlich koexistieren. Nein. Dann bauen wir uns Schau irgendwann hier eine mal Botschaft. schau mal auf die in die Labore. Und geh mal mit der Maus über die lilanen Tränke. Moment, okay. Tee, In die lila Labore draufklicken. Tränke. Moment. Blau. Wir haben hier blaue Tränke. Ja, und wenn du hier runter gehst zu den Laboren, da draufklickst, hast du da die blauen und die lilanen. Das sind die letzten. Das sind die Alien-Wissenschaftspakete. Meinst du, was wir dafür brauchen? Handel? Friedliche Kooperation? Geht mit denen auch immer so gut. Da. Oh, Batterien kann man herstellen. Ganze Zeit auf der Minimap dieses rote Zeug. Auf der Minimap ist kein rotes. Was? Was meinst du? Und doch, die Verschmutzung. Achso, die habe ich bei der Minimap ausgeschaltet. Das kannst du auch machen. Echt wie? In den Einstellungen mal reingucken. Moment. Einstellungen. Sonstiges? Moment. Das hört sich so. Uff. Tipps in. Hier, unter Grafikeinstellung, das dritte von oben, Umweltverschmutzung auf der Minimap anzeigen, wenn erweiterte Informationen aktiviert sind und da den Haken weg. Ah, okay. So ist das schon viel schöner. So, jetzt haben wir gleich die Solarkraft. Wird auch Zeit, denn Solarenergie momentan habe ich auch erforscht. nichts zu tun. Ja, ne? Schlimm. Oder wir können ja schon mal gucken, was wir danach erforschen. Ja, schauen wir mal. Netzwerkschaltung braucht auch keiner. Logistik. Werkzeuggürtel. Wenn wir Logistik Weitere 2 Schnellleiste, weiß herstellen, ich können wir nicht. als nächstes die Automobilität machen und dann deinen Panzer, wenn du möchtest. Obwohl, für den Panzer brauchen wir wahrscheinlich noch was anderes. Ja, brauchen wir bestimmt noch was anderes. Vielleicht sollten wir mal Nee, Moment, Stromnetz machen. für den Panzer brauchen wir tatsächlich nur zwei Dinge, Logistik und den Motor. Okay, aber vielleicht sollten wir trotzdem zuerst Stromnetz machen, damit wir mal ein paar neue oder ein paar hier Achso, so. ja, die anderen Strommasten, aber die sind nicht so Ja, wirklich genau, gut, Strommasten. soweit ich mich erinnere. Oh, doch, doch, doch. Die Ja, doch, elektrischen sie. Akkumulatoren können wir dann herstellen. Ja, genau. Dann können wir die Solarenergie in der Nacht benutzen. Das ist natürlich sinnvoll. Dann machen wir Gut, das. dann warten wir. Gut. Einen Moment mal kurz, ich bin gleich Wird die wieder da. Wartefolge. Ja. Ja. Gäbe es denn sonst noch zu tun? So, schnell ein doofes elektrisches Gerät vom Strom getrennt, das sich einfach mal so eingeschaltet hat. Ich hoffe, das hört man jetzt im Let's Play nicht, aber ich vermute schon. Hab's nicht gehört. Ja, das kann man bei TeamSpeak auch schön einstellen, den Geräuschpegel, ab wann was kommt. Allerdings, so in der Der Aufnahme Aufnahme kann ich nicht, das ja. nicht machen. Beziehungsweise, theoretisch könnte ich es wahrscheinlich, wenn ich wüsste wie. Aber ich weiß eben nicht wie. Und? So. Energie? Wie bitte? Solarenergie. Achso, ja, ist ja gleich. Jetzt hetzt doch die arme Produktion nicht. Oh, Moment mal, die Lampe ist aus. Ich weiß nicht warum. Achso, die Lampe ist an. Huch, die Lampe hier unten auch. Jetzt ist sie wieder an. Jetzt ist sie an. Fast so. Jetzt gehen sie alle wieder. Hä? Gehen die vielleicht doch am Tag aus? Nein, nein, dann werden sie. Was zum Teufel?
Was denn? Na, die Lampen. Das sollte so nicht sein. Yay. Ja. Okay. Gibst du gleich das nächste in Auftrag? Ja, Stromnetz wird geforscht. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Ich baue dann derweil mal zwei Solarpanel. Ja, doch nicht auch. Ich baue die mal hinten auf dem Weg zu meiner, wie heißt es doch? Raffinerie. Genau. Ja, können wir machen. Oh, vielleicht sollte ich ein paar Schaltkreise vorher stehen. Da Business Zeug. haben wir Schaltkreise, sehr schön. Das hier auf dem Weg machen oder wie, wo so die Freifläche ist. Ja, genau. Wo wir jetzt den halben Wald noch abholzen müssen. Nein, die schöne Umwelt. Nein, wir machen das auf den freien Flächen natürlich. Okay. So. Und zwar direkt natürlich bei den Strommasten. Damit wir da nichts Neues bauen müssen. Strommasten. Ach da. Ja, aber wir haben doch jetzt die super tollen neuen Strommasten. Aber wir müssen ja jetzt die alten nicht sofort Gutsch. abändern. Wollen wir da so ein schönes Feld machen? Ja, aber du hast es gerade zu weit weg gemacht. So trifft es das Stromnetz Viel zu nicht. weit weg. Doch, Nein, so trifft's. nein, so ist es da. Doch. Nein! Doch, das ist mit drin. Geh mal auf den Strommast. Na gut, vielleicht. Aber noch ein bisschen wenig Leistung. Ja, ist ja auch mitten in der Nacht, Mister. Am Tag explodiert das wahrscheinlich wieder. Müssen wir ja dann nur noch So. Stromnetz fertig forschen und dann nur diese Akkudinger machen. Schauen wir uns mal ein paar Stahlträger. So. Hey, das fröhliche Warten geht weiter. Könnte man sich dann noch automatisch produzieren lassen? Ich bitte um Entschuldigung. Ich hoffe, ich dränge dran, das im Let's Play rauszuschneiden, also den Huster, falls ich ihn rausgeschnitten habe, damit erklärt es was. Bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen, naja, unter dem Stream, in der Streamaufnahme ist es einfach schwierig, sowas wiederzufinden. Warum habe ich denn jetzt eine rote Flasche bei? Hier, komm, hauen wir die hier rein. Okay, jetzt beginnt der Tag, so langsam dürfte Leistung kommen. Beobachten. Nummer 1. So, ja, verfügbare Leistung ist schon etwas höher gerade. Komma 2, es steigt Ja, ich weiter. habe gerade noch zwei reingehauen. Nochmal zwei Solarkraftdinger oder was? Und jetzt noch ein drittes. Ah, okay, nice. Ja, jetzt so dürfte alles wieder laufen. Und Stromnetz Ja, 1 das. entwickelt sich auch relativ schnell, aber wir bekommen nicht genug von den Grünen, glaube ich, oder? Doch, doch, die reichen. Ah ja, okay. Ja, die stauen sich nur wesentlich langsamer als die Roten. Ja, aber die haben alle voll. Kommt ja immer nach. Theoretisch könnten wir noch eine Reihe hier reinhauen. Eine Reihe von den Ja, dann Forschungslaboren. müssten wir aber die Ja, Bänder, aber das ist nur also eine kleine das Umleitung. Produktionsband. Das ist eine ganz kleine Umleitung, die wir einbauen müssen. Ah. Und auch einfach nur hier eine Reihe weitermachen. Hatte ich für eine bessere Idee. Mach das mal eben. Okay. Dann produziere ich einfach schon mal ein paar. Na So. was? Na, ein paar Forschungslabore, während du die Platzierung vorbereitest. Die lasse ich nebenbei. Oh, okay. Dann machen wir das nicht. Da habe ich jetzt umsonst die Kupferplatten gestohlen. Ja, aber von denen haben wir ja genug. Ja. Ah, kommt.
Oh Gott, jetzt sehe ich gerade, wie sich hier die Verschmutzung ausbreitet. Live auf der Map. Was? Ja, da ist so ein Feld, das gerade noch rot blinkt. Immer gerade nur vor sich hin. Perfekt. Warum hast du denn jetzt den hier hingebaut? So, weg damit. Ich frage mich, ob... Moment mal kurz. Hast du gerade noch eins? Ein Was? Forschungswerk in der Tasche? Nein, nicht wirklich, aber ich stelle Moment gerade dann. eins her. Ah, jetzt ich auch. Ja, eventuell ist es möglich, die hier quasi als Proxy zu nehmen, dass man direkt rüberleitet. Das wäre ganz hilfreich. Ich glaube nicht wirklich dran, aber für den Fall. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Genau. So, und damit du es nicht hinstellen kannst, stelle ich mich in den Weg. Und es klappt nicht. Schade. Was wir natürlich Ja, machen aber könnten. 10 sind doch jetzt vorerst auch mal Nein, es ist nie genug. auch wieder recht. Wir können natürlich Moment mal einfach das so machen. Obwohl, Moment, dann haut das hier wieder mit dem Platz nicht hin, oder? Nein, das haut mit dem Platz genau um 1 nicht hin. Ach Gott. Tja, hast du wieder alles falsch gemacht, Lemani. Ja, ich bestimmt. So. So. Kriegen So, die denn jetzt? wunderbar. Was sagst du? Ich frage nur, ob die alle noch genug kriegen. Hm. Dürfte eigentlich. Doch. So, auf der Seite geht's noch. Den hier mal kurz. Hoppala. Na. Geh mal einen Schritt zur Seite. Rechts. Seht ihr, dass ich da nichts hinstelle? Wegen den Strommasten nehme ich an. So. Wunderbar. Und nein. War schon wieder überflüssige Strommassen. Mensch. Zeitgleich wieder eingesetzt. Nein, ich möchte. Was möchtest du? Ich bin wunschlos glücklich. Gut. Du hast dir nämlich auch nichts möchten. So. So. Ich glaube, durch unsere Ungeduld arbeiten, sorgen wir hier für so eine Überproduktion demnächst. Was? Was? Und Stromnetz 1 ist fertig. Nee. Dann gleich die. Nee, da fehlt uns noch Oh ja, irgendwas. die Schwefelverarbeitung fehlt uns jetzt. Ah, damit können wir dann auch Schwefelsäure herstellen. Das ist dann wieder etwas für mich hinten. Ach du Schande. Ui, da können wir schöne Sachen machen. Meinst du? Begleiterroboteranzahl. Sprengstoffe. Ui. Ja, und dann gehen wir weiter nach links unten. Bis du bei Militär 3 bist und dann gehen wir runter. Da alles Schönes kommt. Ach Gott, das ist Flammenwerferschaden. Ja, Begleiterroboter, das ist interessant, aber sonst? Rechts. Oh, das wird cool. Ja, das ist, da Arbeitsroboter. können wir uns drauf einigen. Das ist cool. Dafür brauchen wir aber erst Ja, Batterien. aber das müssen wir sowieso machen. Erst die Batterien, dann können wir den Akkumulator herstellen fürs Große. Ja, stimmt.
Lasergeschütztürme können wir durch die Batterien machen. Ich denke, wir sind uns einig, dass da nach der Schwefelverarbeitung die Batterien rankommt. Persönliche Laserverteidigung. Ja, kann man gebrauchen. Fällt mir. Ein Bauroboter. So, hier packen wir wieder manuell ein paar Wissenschaftspakete rein. Wissenschaft. Attischer Aufbau. Was für ein Aufbau? Ach Gott, ich habe so das automatische Aufbau. Kann man dann die erforschen nach Batterie, dann Robotertechnik, dann Bauroboter und dann kannst du automatische Aufbau machen. Naja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich meine, ein Großteil des Spiels ist eben das Plan und ich glaube, das sollte man auch nicht unbedingt der KI überlassen. Habe ich schlechte Erfahrungen mit. Wieso? Warum? Schaltet persönliche Roboterhangars frei, die in modularen Rüstungen benutzt werden können. Was auch immer das genau bedeutet. Oh, das hier wird aber interessant. Logistiksystem. Schaltet spezielle Truhen frei, die besser steuern können, wie die Logistikroboter Gegenstände transportieren. Das heißt, wir können die ganzen Fließbänder dann abbauen und alles von Robotern machen lassen. Ja, aber es wird nur Spaß, alles abzubauen. Naja, dafür könnte man eventuell tatsächlich so einen Roboter anheuern. Alle Fließbänder bitte weg. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe keine Ahnung, was dir gerade auffällt. Wir produzieren zu wenig grüne Tränke. Das fällt dir jetzt auf. Ich arbeite da schon die ganze Zeit dran, das da ein bisschen gegenzuwirken. Ja, Nicht ich sonderlich wirke jetzt auch ein erfolgreich, bisschen gegen. aber. Schon. Und nochmal eine Produktionsanlage. Ja, stimmt. Wo sind denn die Grünen da unten? Hier unten, da unten, ich grad schon. Ach, die nehmen nur von den beiden Flächen. Okay. So, du bist im Weg, mein Lieber. Ich bin überhaupt nicht im Weg. Safe, nicht du. Was machst du da? Ah, warte, ich habe, glaube ich, einen kleinen Fehler Du hast einen gemacht. großen Fehler Darüber gemacht. bügele ich gleich wieder auf. Fehler. Komm, bau den Baum ab. So. So, guck, wenn die hier Was machst du denn transportieren können, jetzt? dann können sie Nein, es ja einfach böse, weiter böse, transportieren, wie sie es böse, vorher gemacht haben. böse. Warum baust du das nicht einfach mit in die Du hast richtige doch. Strecke rein, die wir schon haben? Ja, wie willst du das von den Dingen, wenn du jetzt halt. Na genau wie vorher. Hier. So oder was? Warte, falsch rum, genau. Hier, guckst du doch mal genau hier an. Hier haben wir genau die gleiche Problematik. So könnte es gehen. Hier, wir bauen Ja, hier. so funktioniert das. Siehst du? Ich baue das hier schnell mal wieder ab. Schlimm mit dem Lemani. Die Aufbaumaschinen habe ich schon. Ich auch. Die müssen. Verdammt. Hey. Hey, was soll denn das jetzt? Ja, da muss ja auch der Platz drin sein. Warum denn Eins, sowas? Moment. So, das mein. So. Zack. 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 Perfekt. So, jetzt wird nur noch die Bau. Genau. Jetzt baue ich noch. Achso, klar, hier müssen wir natürlich noch Ja, die nee. Unterbrechung machen. Genau. Keine Sorge, ich habe alles genau im Blick. So. Zack. Und zack. Kannst du die Unterbrechung hier eins weiter hier an, Ja, also klar. quasi hier anfangen? Du meinst wegen des Stromnetzes, ne? Ja, damit ich hier noch so einen hinstellen kann.
So, dann stelle ich die schon mal auf Wissenschaftspakete ein. Und jetzt sollte alles laufen. Ja, jetzt sollte es theoretisch praktisch auch laufen. Und jetzt mach doch mal, zeig doch mal, ob es läuft. Es geht lang und diesmal habe ich auch nicht versehentlich eine Blockade eingebaut. Sehr schön. Nicht, dass mir sowas passieren würde. Nee, niemals. Es ist... Wir haben das hier ein bisschen zu weit. wäre ja nicht ein Reso, ne? Genau. So, mal gucken, ob das jetzt reicht. Na, da müssen wir kurz warten, bis wir das genau wissen. Ach ja, und für die Zukunft, falls da noch mehr kommt, davon hatte ich schon einen. Wovon hat es dein? Einen schnelleren Greifer haben, dann ersetze ich den hier mal. Ja, okay, jetzt kommt es auch wieder an. Sehr gut. Ja, sieht doch gut aus. So. Jawohl, jetzt laufen sie alle. Du machst die Fließbänder immer ein Stückchen weiter, als notwendig wäre. Ja, damit man noch ein bisschen Puffer hat. Achso, ist Absicht, ja? Na gut, baue ich sie wieder rein. Du meinst jetzt wegen den hier unten? Ja, zum Beispiel hier oben. Dass es eben so hier ist. Ich meine, dieser Puffer hier ist zwar schön und gut, aber an das hier kommt niemand mehr ran. Ja, aber man wird das bestimmt irgendwann mal weiterführen. Ja, schon, aber dazu kann man das auch wegmachen und es dann von hier aus weiterführen. Ja, wurscht. Nicht wirklich, weil so hast du dann um die vier, glaube ich, Forschungspakete, die die ganze Zeit ungenutzt rumliegen. So. So, jetzt liegen sie in deinem Inventar. Ne, die liegen im Forschungslabor. Guck, und jetzt kann die von hier direkt vom letzten Posten weggegriffen werden, wenn es notwendig wird. Ja. Okay, die Schwefelverarbeitung ist fast fertig. Das heißt, ich gehe schon mal nach hinten. Und ich sollte mir vielleicht ein bisschen Eisen wieder mitnehmen. Stahlträger habe ich noch. Gut. Oh, ja. Wir könnten jetzt halt mal zwischendurch als nächstes, bevor wir weiter forschen, nach Schwefelsäure und Batteriepackungen und so weiter, könnten wir Forschungsgeschwindigkeit erforschen. Stimmt, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Zumindest mal das Erste. Das braucht auch nicht lang. Ja, und das zweite sollte man dann auch irgendwann drüber nachdenken. Naja, nicht lang würde ich nicht sagen. Ungefähr Ja, genauso lang wie die irgendwann. Schwefelverarbeitung, aber. Ja. So, dann hau ich mal Nee, die dann machen wir das mal. Forschungsverarbeitung rein. Ah, Forschungsgeschwindigkeit, so. So hast du schon. Natürlich, ich bin doch der Forschungsmeister.